Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Ich muss... Oh, warte mal. Ich wollte das nochmal gucken, wo wir, was wir hier irgendwie alles machen können. So, wir haben nämlich hier in diesem Büro, da haben wir doch... Wir müssen halt irgendwie die Katzen, den Vogel und den Papagei. Das muss irgendwo hingemacht werden, nur keine Ahnung wo. So, können wir die Katze da... Da. Ja. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Jetzt haben wir nämlich eine Katze für jetzt und die andere ist für später. Und jetzt haben wir hier die Klinge. Vielleicht. Und wir haben die Gegensprechanlage. Nächster bitte! Dass wir da vielleicht einen Vogel drauf knallen. Yo, wie heißt denn nochmal? Ja, hier, die von die rastet schon aus. Nächster bitte! Gut. Nächster bitte! Jetzt muss nur noch der Papagei irgendwo hin und ich hab mir sagen lassen. Vielleicht. Dass er da reinkommt. Man weiß es nicht, ich glaube schon. Weil. Der ja jetzt die ganzen Sachen sagt, die wir falsch gemacht haben. Und das ist ja eine Notrufsäule. Deswegen probieren wir das erstmal aus. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Wir haben einen Notfall zu melden. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus, das hätte ich mir eigentlich denken können. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Kernschmelze im Schulreaktor erzeugt. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Etwas langsamer, bitte. Ich komme gar nicht mit. Können Sie das nochmal wiederholen? Na, ob das so eine gute Idee war? Können Sie das nochmal wiederholen? Ach, passt schon. Auf alle Fälle ist die Leitung jetzt ausgelastet. Der Telefonist wird sich freuen. Was wissen Sie noch? Rufus ist ein Nichtsnutz. Also jetzt eskaliert das gerade voll. Das heißt, jetzt müssen wir mit dem einiges mal reden. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Dann geht nochmal das Headset her. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig fertig mit. Zack, nehmen wir einfach mit. Jetzt können wir. Wird mir. Alter, wird übel nerven. Okay, jetzt. Warte. Da. Nee, da, ja. Gut. Jetzt kann's losgehen. So. Hallo? Endlich. Ist da jemand? Jawohl. Hallo, Cletus. Junk fly hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding. Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus. Rufus. Suchet meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Klar bin ich auf Deponia. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organon-Kreuzer? Oder Elysium? Das hat Sie nichts anzugehen. Bevor wir sprechen, hätte ich hier ein paar Antworten. Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. So, jetzt können wir Ihnen ein paar Sachen fragen. War Ihre Verlobte schon immer seltsam? Wir fangen irgendwie das. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Ich frag mal alles Weitere noch. Was hat denn Ihre Verlobte an Bord des Organon-Kreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache.
Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie, mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. Ich frage, ob die beiden wirklich verlobt sind. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlebt. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Okay, keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Okay, jetzt können wir hier was fragen. Geld. Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Ja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Na, ist jetzt doch egal. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Nein, wir haben nur... Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha! Ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Jetzt müssen wir mal gucken, wo diese Plattform ist. Das weiß ich nämlich gar nicht. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich so ein Geheimnis. Jetzt haben wir Aklitis angerufen. Jetzt können wir hier versuchen, über Goal nach Elysium zu kommen. Nur dass diese. Muss mal gucken, was jetzt hier abgeht. Oh, die Katzen sind jetzt wieder weggesammelt. Hm, was ist hier? Der Bürgermeister pennt noch? Ja, der pennt noch. Ah, vielleicht können wir ja jetzt hier zu Goal gehen. Ja, okay, beide weg. Klasse. Da können die wieder mal Ebel spielen. Cool! Ich muss mit ihr reden. Die ist doch weg hier, oder nicht? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, sieh an. Hab ich dich endlich. Was soll das heißen? Ich bin's doch. Rufus! Ich weiß. Und glaube mir...
Es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja, interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! So, jetzt Gizmo denn da? Jetzt haben wir den Dietrich nicht mehr. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, das Blöde ist jetzt halt, dass es alles... Wenn ich das zuschweiße... Dass die ganze Scheiße rausgefallen ist. Ich will die Katze. Gizmo hat meine Philo und dabei geht sie nur... ja, Kacke, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich muss ja irgendwas jetzt hier benutzen, was ich... Hier gibt es kein Wasser, kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Kaffee, Trichter, aber... Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Wie komme ich jetzt hier raus? Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Vielleicht. Ich kann das Ding nicht. Mist, wie komme ich? Da ist nichts mehr zu holen. Den Baum anzünden, aber es bringt ja nichts. Das ist es. Ich zünde den Baum einfach an. Gizmo geht in den Brandschutzmodus und ich kann über die Rutschstange entkommen. Wenn ich den Baum nur von hier aus erreichen könnte. Das heißt, wir müssen... Vielleicht können wir die Katze... Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ich hab jetzt die Katze einfach angezündet. Okay, wie kriegen wir denn jetzt den... Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Wie kriegen wir... Niemals. Und Toni... Niemals. Und Toni wird es... Niemals. Und Toni wird... Irgendwie muss ja der Baum... Es wird Zeit, dass ein wenig Schwung in die Sache kommt. Leicht gesagt. Mist. Eine Schnur habe ich hier auch keine. Hey, hallo. Was ist denn? Lassen Sie mich raus. Versuch mal alles durch jetzt. Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Du hast den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst.
Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Einen Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Späne fangen Feuer. Vielleicht kann ich irgendwie hier Späne rüberlegen. Das müsst ihr mal gucken. Ich werde mich bessern. Der unverbesserliche Rufus. Ah, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na, dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung, aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Hi-ja! Hier machen wir erstmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüss.